Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Mahlzeit, wie immer. Ne? Wir haben noch so 350, 400 Batterien hier so rumstehen. Und jetzt kommt hier wieder ein ganzer Sattelzug voll Batterien. Das ist jetzt die neue Batterie, die Götz angekündigt hat. Die geht jetzt in den. Ja, aber wie ihr Götz kennt, der hat nicht nur eine bestellt und nicht nur zwei und auch nicht nur eine Palette, sondern auch nicht nur zwei Paletten. Nein, 10 Paletten Batterien, weil das Lager ist so leer. Wir haben so viel Platz und unser Neubau ist einfach noch gar nicht angefangen, weil du kriegst kein Material, keine Handwerker. Da sind wir jetzt auch mit dran. Der kommt. Ist ja alles in Dings, aber. Ja, ich weiß gar nicht, guck dir das an. So schnell kannst du gar nicht fahren hier. Ne? Weißt du, ich wollte eben bei dem Moro eine E-Mail beantworten. Da kommt der, du musst eben ein paar Batterien abladen. So, was ist denn ein paar? Ja, ein halber Sattelzug. Alles klar. Ein paar Batterien, das ist ein dehnbarer Begriff. Ich habe gesagt, Götz, wir haben ja auch nur noch ein paar. So, 350, 400 Stück. Ist auch nur ein paar. Wann ein paar anfängt. Ja, und du weißt vor allem nicht, wann ein paar aufhört. Das ist noch viel wichtiger. Ein paar anfängt, okay, aber wann hört ein paar auf? Katastrophe nimmt gar kein Ende. Nimmt gar kein Ende. Ja, ich habe eine gute Idee. Wir setzen Götz seinen Smart raus, der kann im Regen stehen. Dann hauen wir die Garage von der Concorde, schieben wir schon drei Paletten rein. Haben wir schon drei wieder los. Drei, aber da. Ja. 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 Frag mal, vielleicht hat Götz ja noch Platz im Wohnzimmer zu Hause oder so. Wir haben noch Concorde ignoriert, das ist die Garage hier. Ja. Götz, fährst du mal deinen Smart raus? Dein Smart raus, ich brauche Lagerplatz. Kann ich doch drei Paletten in die Garage schieben? Ah, Philipp, guck mal hier. Hey, guck dir das an. Der ganze Hof kreuz und quer voll Batterien. Ich fass das nicht. Guck dir an. Batterien über Batterien. Hier. Alles Batterien. Batterien. Wir haben schon den ersten ausgepackt hier. Sind ja mal neugierig, ne? Junge. Ich weiß gar nicht. Guck mal, Lager ist voll. Ich weiß nicht, wohin mit dem. Ne? Ich weiß es gar nicht. Echt nicht, wohin damit. Ja, wir stehen jetzt hier. Die Batterien auch. Und jetzt haben wir noch eine für Montag Nachmittag eine viele Aufgabe, hätte ich fast gesagt. Die müssen irgendwie hier in der Halle auf jeden Fall über Nacht. Ne? Sonst kriegen die alle Füße oder so. Ne? Ja, wir haben hier irgendwie eine mega Aufgabe heute. Ja, Chaos perfekt. 400 Batterien. Chaos perfekt. So, leck mich doch am Arsch. Aber seht ihr mal, Flo hat ja schon angefangen, weiß jetzt nicht. Boah, ich trau mich da. Zwei Regale haben wir schon leer gepackt. Wir haben ja auch noch über 300 Batterien da. Ja, so ist das halt, ne? Liebe Camper. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen, liebe Camper. So, hier, seid heute Morgen schon mit denen dran. Wir gehen jetzt mal hier drauf. So, verbinden Sie zuerst Bluetooth, ist logisch. Wie gesagt, wir haben jetzt hier drei Batterien hintereinander stehen. So, jetzt müssen wir schauen. So, ich habe mir hier so Nummern drauf gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Batterie habe. Gehen wir mal hier drauf. Ich weiß nicht, welche Batterie er sich jetzt holt. So, ach so, das ist hier auf der Werkbank. Die wollen wir aber nicht haben. So, die 38, das ist hier diese Batterie. Ne? Na, das ist die 37, weil ich habe hier, guck mal, wie viele Batterien hier stehen. Ne? Das ist ja nicht so einfach, ne? So, Verbindung unterbrochen. Ja, so. Schaut mal. Wir haben mir sehr viel Mühe gegeben mit der WCS-App. Ja? Man sieht jetzt hier 13,3 Volt, 0 Ampere, Leistung 0 Watt, 98% haben wir noch.
steht hier unten, Ladezeit und so weiter, bla bla bla. Jetzt gehen wir mal hin, wir belasten die jetzt mal so, mit 150 Ampere, da kommen ja die Diskussionen. Kinders, du hast nur eine Batterie, du hast nur eine. Und dieser Dauerentladestrom bei einer Batterie mit 150 Ampere, das ist dauernd, du schädigst deinen Akku extrem. Okay, das ist das eine. Du kannst hier 1800 Watt Kaffeemaschine dran machen, du kannst von mir dann Thermomix dran machen, du kannst Föhn machen, der zieht die so weg. Ich kann auch 160 einstellen. So, wir stellen jetzt mal, so, jetzt gehen wir mal hier drauf. So, immer der Föhn, das ist ja, dafür habe ich ja ein bisschen moderne Technik. So, ne, so, Augenblick, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. So. Wuff! So, jetzt können wir gucken, ne? So sagen die, der läuft ja nicht. Ja. Wie viel habe ich denn eingestellt? Oh, ich habe viel zu viel eingestellt. Ich habe 170 eingestellt, will ich gar nicht. Der kann das aber trotzdem. Stopp. Hier, guck mal, 170 habe ich eingestellt. Da, 170. Ja, wir machen aber jetzt das, was sich gehört, was der Hersteller auch angibt. Ja, erstmal Stopp. So. So, upsala, nochmal. So, jetzt guck mal hier. Jetzt stellen wir den runter, ne? 170, 165, 155, 150. So. Wams, jetzt. Der wird gleich hier rot. Das ist ein Kapazitäts-, das ist immer der Föhn, das ist alles für den Arsch. Ne? So, wir entladen jetzt mit dem Dauer, wie gesagt, Dauerentladestrom 150 Ampere. Aber die Batterie ist noch gar nicht kalibriert. So, hier haben wir 97%. Jetzt gehen wir mal auf die nächste Seite. Hier sehen wir alle Zellen. 1, 2, 3, 4. Jetzt können wir hier noch ein weitergehen. Hier haben wir eine Störungsseite. Kurzschluss, Entladestrom zu hoch, Ladestrom zu hoch. Also Entladestrom, Ladestrom, Batterieüberspannung, Batterieunterspannung, Ladung, Temperatur zu hoch, Ladung, Temperatur zu niedrig, Entladung, Temperatur zu hoch, Entladung, Temperatur zu niedrig, Batterieüberspannung, Batterieunterspannung. Das habe ich gestern alles getestet. Und jetzt ist es so, guck nochmal hier, 149. Ja, die App hat immer so bei dem hohen Strom immer so 2 Ampere hängt die da daneben. Ich will jetzt mal was zeigen, ob die das bei Kleinstrom auch macht. So, gehe ich mal auf Menü. Ich bin aber mit denen in Kontakt. Da sind so einige Sachen, die ich noch nicht möchte. So, stopp. So, gehen wir mal schauen. So, jetzt machen wir mal ganz einfach. So, hier runter. Alles klasse, so ein Ding hier, muss ich wohl schon sagen. Ne? 20. Ja, siehst du? 19,2. Siehst du? Und ich habe da Akkus bei, jetzt gucke ich mal hin. Oh, mal kalibrieren hier. 19,6, 17,7. Das will ich noch, das wird heute noch passieren. Ich weiß, die entlade, die ist auch am Entladen mit 24,8. Ja, ich habe auch schon alle eingefroren. Jetzt muss ich mal gucken, wie diese Batterie hier heißt. Vielleicht können wir uns die mal nehmen. Oh, ich gehe mal hier aus dem Bild. So. Das, was war das? 0101, ne? Ja, dass du so viele Batterien hast hier rumstehen, da wirst du ganz kirre. So, hier ist die Batterie, jetzt gehen wir hier drauf. Bitte verbinden. Verbindung unterbrochen. Mit der anderen Batterie? Ja, mit der anderen Batterie unterbrochen. Und jetzt kann ich die erst anwählen. So, minus 25,8, minus 25,7. Ja, minus 25, der macht das eigentlich recht. Der macht das eigentlich recht, muss ich mal hier hin.
So, -25,8, -25,7, -25,7. Seht ihr? 25,6 entlade ich und 25,8, 25,9. Ja, 25,8, das ist schon verdammt gut. Ich habe hier Batterien auf der Werkbank gehabt, da war viel schlimmer. Ich werde auch in der nächsten Woche, wenn ich Zeit habe, einen Kältetest machen, weil ich habe da, der eine schreibt minus 30 Grad, da habe ich zwei Kunden gehabt, die haben gesagt, warum testet das mir, das würde nicht funktionieren, die hätten da Probleme gehabt. Und okay, ich will das wissen. Was andere haben, interessiert mich nicht. Ne? Aber ihr habt gesehen, ja, jetzt kann man ja mal schauen, ich kann das auch querlegen hier, so 57%, so 85 habe ich noch Restkapazität, Ladezyklen 2, ne? gehen wir hier zurück, Ladezyklen hat sie 2, weil ich bin die alle am Entladen und musste ja dann, hier. Das ist wirklich eine wunderschöne App. Ne? 57% haben wir noch. Ja. Ja, das ist schon richtig gut. Ne? Also muss ich wirklich sagen. Ne? Und die Temperatur haben wir hier oben stehen. Ja? Seht ihr auch alles. Dann gehst du hier drauf, kannst du mal sehen. Und jetzt muss ich gleich mal etwas zeigen. Eine Sekunde. Guck mal, im Wohnmobil ist die Batterie jetzt verbunden. Also das Wohnmobil hat Strom. Bitte nicht schreiben, warum ist da eine Birne. Ich kann es euch nicht anders erklären. Wir haben Strom im Wohnmobil. Schau mal her. Jetzt gehen wir hin. So, jetzt machen wir das Wohnmobil in Winterschlaf. Dreh dich mal um. Aus. Jetzt machen wir das Wohnmobil wieder an. Ist wieder an. Machen wir Wohnmobil wieder aus. Ja, Hauptschalter entfällt. Ja, wie gesagt, hat mal einer gesagt, Hauptschalter kostet 200 Euro. Bei mir kostet 270 Euro. Ja, Haufen Arbeit, wirklich Mordsarbeit, fette Kabel in der Garage und noch Sachen umlegen. Ist auch egal. Und wenn das 100 kostet, egal. Den Hauptschalter brauchen wir nicht. Nicht mehr. Unsere alte Batterie bleibt. Das ist eine Premium-Batterie, habe ich auch noch genug da. Ich habe jetzt ungefähr hier im Hause ungefähr, werdet ihr gleich im Film sehen, wir haben hier im Haus zurzeit 700 Batterien gelagert. Das habt ihr zu dem Zeitpunkt schon gesehen. Ja, ja, okay. 700 Batterien. Aber das ist natürlich, halt mal deine Kamera rüber. So, aus. Jetzt schalten wir das ein. Na, aber kann ich nicht. Bin ich jetzt hier raus oder was ist hier los? Ja, das ist auch. Ja, ich und mein Handy. Ne? Das ist schon. Ist schon ein Abenteuer, ne? Ich nehme es aber mal mein Handy, vielleicht kommt es aber besser klar. Ja, komm, gib mal dein Handy her hier. Das ist ein Scheiß-Handy. Du verstehst das nur nicht, wenn man Kleinkörper. Nee, aber das Handy, da habe ich immer Theater mit Bluetooth. Ne? So. Jetzt gehen wir mal schauen. Guck mal hier. Guck mal, Licht an, Licht aus. Licht an. Guck mal, können wir auch einen Blinker machen, ne? Gut, 200 Amperestunden, 150, die Gehäuse werden kleiner. Haben wir ein Datenblatt, habe ich vorne, ne? Kannst du mir mal eben eins holen? So, hier haben wir das Datenblatt, wird aber noch fertig gemacht. Und bitte eins nicht vergessen, das habe ich ganz, ganz, ganz wichtig. Hier. Das Gewicht der Batterie. Die 100 Amperestunden Batterie 12,1 Kilo. Die 150er 17,5 Kilo. Die 200er 24 Kilo. So, die Maße bei der kleinen 330, 170, 215. Die 150er 460, 170, 235 und die ganz große Paradeding hier 525, 235, 210. So, jetzt zum Preis. Diese Batterien, das wird der Knaller. Das wird schon der Knaller. Ich muss keine Batterie für 700 Euro verkaufen oder 600. Geht nach eBay, da könnt ihr das kaufen. Ne? Ein Jahr Garantie, wenn eine kaputt ist, Tonne. Egal. Also, und vor allen Dingen, wir müssen aufpassen, wir kriegen keine Rohstoffe. Vorsichtig mit eurer Preise. Wir kriegen keine Rohstoffe. Ja,
Platinen sind nicht lieferbar, Halbleiter gibt es nicht für Lithium. Ich habe gestern, ich kann euch E-Mails zeigen, ich habe noch weitere 500 in der Pipeline. Also vorsichtig mit etwas zu verramschen, aber müsst ihr selber wissen. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Preise. Die Preise. Die werden sich so bei Leintron einpendeln. Da wird heute wieder telefonisch stillstehen. Ich weiß das jetzt schon. Es passiert was im Lithiumbereich. Ja? Auch wirklich viele Hersteller, auch namhafte Hersteller, Schild drauf, 1.900 Euro für 120 Ampere. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Wir drücken den Hersteller, wir drücken den, aber wir müssen auch aufpassen. Ich komme eine Sekunde wieder. Die Qualität muss stimmen, Kinder. So, die Zellen, das sind 32-700 Zellen. Bei den nächsten möchte ich den Deckel abnehmen. Im August passiert eine Menge. Ja, die haben die letzten für mich fertig gemacht. Das BMS konnte nur 120 Dauerentladeschuhe. Das wollte ich nicht. Das haben sie alles für mich noch gemacht. Ist auch gut. Im August oder September wird wirklich noch ein richtigen Bums kommen. Aber wie gesagt, wir haben hier 750 Lithium-Akkus hier im Unternehmen lagern. Darfst du gar nicht, aber werdet ihr sehen. Das brauche ich nicht erzählen. Das kannst du nirgendwo mehr laufen. Beste Beispiel, komm, wir gehen mal. Ich möchte mal etwas zeigen. Viele Händler sind in Not. Götz, kannst du mir helfen? Komm mal mit. Hier. 1, 2, 3 Mal Maxven. Noch für 2 andere Händler. Ladegerät, Ladebooster. Melanie muss jede Menge heute noch machen. Aber es geht sich erstmal darum, du kriegst kein Fenster. Liebe Leute, ihr bekommt kein Maxven. Keine Chance. Keine Chance. Könnt ihr überall anrufen. Ich habe Maxven. Oh, ich habe Maxven da. Der Götz hat bis unter der Decke. So, wir sind fertig. Der Preis, ja, so bei Leintron, ne? Das kann man auch per E-Mail, kann man das genau erfragen. Es wird so, die 100 Amperestunden, die wird 9,98 wird die kosten. Und das ist, Kinders, das ist Knaller. Ich sage einfach, das ist Knaller. Du musst da nicht jemand kommen mit 700, 800 Euro. Das sollen andere machen. Ja, das ist schon ein Schweinepreis. Sonst kauft ihr eine Superbi, die kostet doppelt so viel. Ist aber nicht doppelt so gut. So sieht es halt aus. Wir haben uns da wirklich, wirklich viele Gedanken gemacht. Kommt natürlich noch die Montage dabei. Die ist nicht in jedem Auto einfach. Beste Beispiel, ich habe heute Morgen um 9 Uhr ein Auto in die Halle gehabt. Das werden wir in Zukunft auch nicht mehr machen. Ein katastrophales Batteriefach. Der Kunde hat 2 Solarmodule drauf. Das Auto steht in Halle. Die sortieren da jetzt ein kleines bisschen. Ein Regler von Alden, 10 Ampere, der Regler ist durchgebrannt. Jetzt muss ich in dem Schrottfach meinen Regler reinsetzen. Und die Kunden sind alle, die fahren von da nach da. Dann fährt der hier, ja, das hat mein Händler, dann reden sie schlecht, komm, hört mal alles auf mit die Scheiße. In so Schrottkarren werde ich meine Produkte gar nicht mehr einbauen. Das ist das Fach, das müsstest du mit dem Seitenschneider abschneiden. Und dann steht so eine Karre irgendwo in der Werkstatt. Und dann sieht das Fach so aus, da kriegst du so einen Hals, aber in der Ecke hängt unser Solarregler, weil wir dem Kunde helfen müssen, weil die Solaranlage nicht läuft. Wir haben den jetzt, hat der Flo ganz an der Seite in der Bank, ganz weit von dem Schrott und Kabel dran. Kinder, das ist alles nicht so einfach. So, Batterien. Also ich komme aus, sagen wir mal so. Ich komme gut aus. Ich komme auch mit Maxvent aus, Heizungsschlauch. Kabel ist gestern gekommen. Ladebooster habe ich reichlich. Die also, App von Apple. Also über dem Apple-Handy läuft schon sehr, sehr gut, ganz stabil. Aber die gefällt mir bei Android noch nicht. Also Batterien habe ich ohne Ende da. Wenn auch einer anruft, hole ich mir ab. Es ist ein Dumpingpreis. Ich sehe das als Dumping, das ist top. Das ist keine Ebel. Ihr müsst das müsst ihr euch mal überlegen. Das müsst ihr euch überlegen, Kinders. Dann, wenn jetzt einer kommt und sagt, gib mir ein Jahr Garantie, mache ich dir 200 Euro billiger, kannst du haben. Die Garantie. Dass das Ding auch hält. So sieht's aus. Wie gesagt, wenn einer eine dringend braucht oder so vorbeikommen, kann er abholen, dann ist ein Traum die Batterie. So, nochmal 7. Mit der Flugezange 50,5. Ja? 50,5. Ja? Das ist relativ genau. Jetzt hören wir auf, jetzt gehe ich nämlich Kaffee trinken. Liebe Camper, ich wünsche euch noch einen sehr schönen Montag.
Und bleibt mir vor allen Dingen gesund. Und vielleicht können wir bald wieder fahren. Daumen hoch.